Ist hier vorne irgendwo im Gras liegen. Boah, wenn ich noch da. Oh, nur 19 Goldschaden eigentlich. Wenn ich auch dran denke im dritten Teil, ey, boah. Ganz Methana ist übersät von den Orks. Ganz Methana ist belagert. Wie viel Orks man im dritten Teil abschlachtet, das ist gigantisch. So, der ist schon. Boah. Das war ja fast ein Herztreffer. Auf jeden Fall haben die starke Echse. Ist nichts mit zu spaßen. Autsch. Habt ihr das gesehen? Ein Treffer, halbe Balken weg. Ach, da ist ein Schamane. Hab ich gar nicht gesehen. So. Zack, ein Crush. Zack, ach. So. Plündern wir noch eben schnell. Dann können wir weiter gucken. Schauen, was die hübschen Orks hier hinten gebunkert haben. Vielleicht ein paar Amulette oder sowas. Ach, das ist der eine, den ich eben auf Distanz niedergesteckt habe. Ah, das sieht doch gut aus. Was haben wir denn da? 50 Lebensenergie, setarifische Spangenrüstung. Schwere Rüstung, eine kunstvolle Kombination aus Stahlleder und Seide. Nur adelige Setarife können sich eine solche Rüstung leisten. Ja, dann würde ich doch mal sagen, das ist doch ein guter Fund. Schauen, was da noch drin ist. Ein Schwert. Und nur 31 Schaden, ein paar Pfeile. Gehen wir doch gleich mal ins Inventar, gucken mal. Unsere Rüstung hat 45 Schuss. Schuss, wollte ich schon sagen. Dann können wir die doch mal anlegen, die wir da gerade gefunden haben, diese Rüstung. Splatten-Ding, Spangenrüstung. Suwaka Plattenrüstung. Schwere Lederkluft. Nein, ich will die, die ich gerade gefunden habe. Wo ist denn die? Hä? Ist die Rüstung nicht... Ach, hier oben. Setarifische Spannungsrüstung. Die darf ich haben. Oh, die macht sich nicht schlecht. Schau mal eine an. Die sieht gut aus. Schild der Setarifischen Garde können wir leider nicht anlegen, weil dann kann ich keine zwei Hände tragen. Was? Eine Armbrust? Bluten hat ein Armbrust. Die können wir mal versuchen. Schauen wir mal, ob die Armbrust mehr Schaden macht. Gehen wir mal ins Inventory. Unser aktueller Bogen macht 16 Fernkampfschaden. Dann gehen wir mal hier auf die Ansicht. 16, 12, 8 Fernkampfschaden, 19, 18, 16. Ja, dann keine Ahnung. Der macht 10, der Kompositbogen. Wir könnten ja mal die Pfeile wechseln zum Beispiel. Wir haben die normalen Pfeile, 30% mehr Schaden. Das sind Kriegspfeile, Jagdpfeile. Und ich glaube, wir nehmen mal die Jagdpfeile. Hä, wie kann man die denn aussehen? Ach, so. Rechtsklick, jetzt haben wir die Jagdpfeile. Mal gucken, ob die gleich ein bisschen mehr Burst Damage machen. So. Da würde ich... Lag da noch eine Ork-Waffe? Ja. Da würde ich das sagen, dann können wir jetzt weitergehen. Hier vorne mal schauen, ist hier noch was zum Abernten? Nein. Dann gucken wir jetzt mal hier, ob man hier neben über die Brücke drüber kann, die wir eben gesehen haben. Müsste aber eigentlich gehen. So, vorher speichere ich auch mal, falls mein Spiel sich wieder dazu entscheidet, einfach mal mitten drin abzuspacken. Werde ich jetzt auf jeden Fall mal einen Point machen hier. Hallo. Na, ihr Lieben. Ach, ich erinnere mich. Jetzt trifft man, glaube ich, den Typen in der Augenklappe. Also macht es schon mal auf ein heißes Tänzchen mit Golems und sowas bereit. Ich glaube, der beschwört Steingolems oder so ein Zeugs. Da ist der Typ mit der Augenklappe. Den haben wir eben gesehen. Beziehungsweise in einem Dantero. Ist der das? Mal gucken. Na ja, endlich. Ich dachte schon, die Schattenläufer hätten dich gefressen. Was redest du da? Oh, dann kommt glaubst du etwa, wir sind Freunde? Freunde? Mitnichten. Ich weiß, dass du Diegos Laufbursche bist. Ich weiß auch genau, wer dein Herr ist. Ja, ich weiß, dass du weißt.
Wir könnten dieses Spiel den ganzen Tag spielen, aber das ändert nichts an der Situation. Oder ohne mich Armbrust. Kommst du nicht in den Tempel. Warum sollte ich einem von Hagens Spionen glauben? Wenn ich dich nicht bräuchte, hättest du längst ein Messer im Rücken. Aha. Tatsächlich? Und warum sollte ich dich nicht jetzt an Ort und Stelle in den Boden stampfen? Siehst du den Steinblock mit den Ketten? Er ist die Brücke zum Tempel. Um ihn herüberzuziehen, müssen wir die beiden Hebel dort hinten gleichzeitig umlegen. Es gibt einen Weg zu jedem Hebel. Der eine ist ein feuriger Spießrutenlauf, beim anderen landest du bei einem Fehlsprung in der Säure. Na schön, ich arbeite mit dir zusammen. Welchen Weg traust du dir zu? Die Wahl des Weges überlasse ich dir. Sie liegen beide unter meinem Niveau. Ich kümmere mich um die Feuerbälle. Ein halbblinder Kerl wie du schafft sowas nur mit Glück. Dieser Halbblinde hat bereits die Schlüssel erbeutet und beide Wege ausgespäht. Schon vergessen? Hier, stirb nicht zu früh. Meine Rede. Danach muss ich dich leider töten. Du wirst die Schmiede des Königs nicht besudeln. Die Schmiede des Königs? Du wirst nur der Erste sein. Für Ivy, für Alma, für Fischir. Quest aktualisiert, Hagens Spion. Das ist also der geheimnisvolle Mann mit der Augenklappe, den man die ganze Zeit gesehen hat überall. So, hier unten, wo dieses Ausrufezeichen ist, da müssen wir jetzt als nächstes hin. Und da einen Schalter umzulegen. Ich würde aber kurz mal gucken, Lederhelm hat 20 Verteidigung, wenn wir schon eh die ganze Zeit hier neue Rüstungsgegenstände anlegen. Da schaue ich mal eben nach, ob wir auch einen besseren Helm haben. Oh, sorry, Entschuldigung. Ich will eben schnell die Nase putzen. Oh. Okay, wir haben keinen besseren Helm. Schade. Hätte jetzt gut gepasst, einen besseren Helm noch anzulegen. Wegen der Ausrüstung. Oh na. Gehen wir erstmal hier vorne weiter und gucken mal, was hier für Skelette warten. Ach ne, das ist das mit den Feuerbällen. Das speichere ich mal eben schnell. Machen wir ein paar Fallrollen nach vorne, dann müsste das eigentlich klappen. So, zack, zack. Rollen sie einfach nach vorne ab. Zack. Schauen wir mal nach da. Okay, Feuerbälle überstanden. Das ist der Hebel, den wir betätigen sollen. Zack, haben wir auch erledigt. Der Pfad des Feuers. Neue Quest vor mir. Flut. Okay. Ah, schade, ich dachte, man könnte über die Ketten hier balancieren. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass man den Typ jetzt töten muss. Ich speichere mal sicherheitshalber. Aber ich glaube, man kämpft jetzt gegen den. Aber der hat noch Steingolems oder sowas, die der beschwört. Die man erst aus dem Weg räumen muss. Bist du bereit? Ja, Mann. Du überraschst mich. Wo ist das Messer in meinem Rücken? Dafür bist du leider zu kompetent. Aber keine Sorge. Ich habe natürlich etwas vorbereitet. Es dürfte bald zünden, so ungefähr... Was? Jetzt! Ah, wie ich schon sagte, die netten Golems. Als wäre der eine Typ nicht schon Gegner genug, jetzt muss man sich auch noch hier mit Steingolems, Obsidian-Golems rumschlagen. Ich eh schon nicht leiden kann. Wow, jetzt wäre ich fast in das Säurebad gestürzt daneben. Boah, ich mal fast gar keinen Damage machen. Na super. Und spätestens jetzt heißt es für mich erstmal weglaufen. Oh Mann. Na super. Ich eigentlich den Spion als letztes töten wollen, denn jetzt scheinbar als erstes umhauen muss, wenn ich hier überleben will. Ich versuche mal, ob ich irgendwie weglaufen kann.
uns eine Energietank. Aua, super. So viel zu dem Thema. Ich werde die Steinkohle mal hier mal zu dem Feuer hin locken. Zumindest versuche ich es mal. Weil ich mir nicht denken kann, dass Feuer denn überhaupt was ausmacht. Nein, Feuer macht denn nichts. Wieso auch? Wieso sollten Steingolems vor Feuer Angst haben? Ja, ein bisschen zu viel verlangt. Na klasse. So, jetzt habe ich meine Energie wieder ein bisschen aufladen können. Und da sind unsere Freunde, die Steingolems wieder. Moin, Digga. Lol, wie sie gescriptet sind, einfach mal an mir vorbeilaufen. Herrlich. Klasse. Also das ist echt mal genial. Das dürfte bei so einem erstklassigen Spiel eigentlich nicht passieren. Die Spieler an die gescriptete Stelle zurücklaufen. Ah, naja. Ist halt jetzt mal so. Egal. Wir lassen uns die Freude am Spiel einfach nicht nehmen und versuchen mal den Dantero erstmal niederzustecken. Autsch, autsch! Habt ihr keine Erde? Lol. Ey, das kann nicht wahr sein. Immer wenn ich schießen will, müssen wir einfach diesen Golems niederklopfen. Das ist so kein Wert. Immer wenn ich schießen will, dann kommt ein Golem dazwischen. So. Jetzt kriegt der Dantero aber erstmal Haue. So. Ist auch gleich tot. Ein Schlag noch. So, jetzt kann ich mich um die Golems kümmern. Das wird jetzt ein riesiges Gekloppe werden gegen die Golems. Oh, ich kann es nicht ändern. Wenn ich die Mission schaffen will, muss ich gegen die Golems kämpfen. Wenn man die Waffe wegsteckt, dann hält sich wieder ein bisschen auf. Nicht viel, aber ein paar Lebenspunkte immerhin. Da hinten die zwei erstmal stehen lassen, die zwei Wächter. Und erstmal in aller Ruhe den hier tot machen. Beziehungsweise in aller Ruhe nicht. Wenn ich so weitermache, wird er uns vielleicht besiegen. So. Ein Schlag noch, jetzt können wir uns erstmal hier hin. Beziehungsweise ich will erstmal gucken, was Lord Hagens Spion da bei sich hatte. 580 Gold, dankeschön. Ein Säbel, das ist ein Krummsäbel und ein trojanisches Schild. So, dann gilt es jetzt noch, die zwei Steine-Golems da vorne platt zu klopfen, bevor wir die heiligen Hallen betreten können. Die heilige Spiele der Paladine, die sich ja dort befinden soll. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob man überhaupt schon da hinkommt. Was war doch da? Hi Steingolem. Na du? Auch hier? Na Schnucki Hase. Bock auf den Fight.